Guten Morgen! Zwei gute Freunde von mir haben erst kürzlich geheiratet und so hat sich meine Bewusstheit auch wieder mal darauf gerichtet, um über die Heirat mal wieder nachzudenken. Warum heiraten Menschen? Weil sie in erster Linie ihrer Liebe formellen Charakter geben wollen. Sie nutzen die Form der Heirat und das, was wir damit assoziieren, um die Beziehung auf ein höheres Niveau zu heben. Ihr kennt alle die Frage unter Freunden, na, wann heiratet ihr denn endlich? Aber eine Heirat ist keine Erhöhung oder eine Intensivierung, eine Steigerung. Wann heiratet ihr denn endlich? Die nächste Stufe. Es ist es nicht, sondern es ist eine durch Religion festgelegte Form, um die Glaubenssätze der entsprechenden Religion zu manifestieren. Aufgrund des hohen Einflusses von Religion auf die Gesellschaft in den letzten Jahrhunderten wurde dieser vollkommen absurde und keinen natürlichen Sinn habende formelle Akt eingeführt. Und nicht nur, dass dieser Akt der Energie der Liebe, die ebenso dynamisch ist wie alles Echte auf dieser Welt, durch seine formelle Starrheit und Regulierung nicht hilft, so behindert dieser Akt durch seine konkret auszuführenden Anweisungen die Heirat die Liebe sogar. Wenn zwei Menschen gemeinsam schwingen und sich lieben, dann ist dies ein natürlicher Prozess, der in einem Einssein-Gefühl mündet. Und aufgrund der wahnsinnig vielen Einflussfaktoren und Manipulationen der heutigen Informationsgesellschaft ändern sich Menschen heutzutage oft sehr stark, so dass dieses Gleichschwingen sich auch nicht über die gesamte Zeit des Lebens hinziehen muss. Dann kann man aber nicht einfach weiterziehen und sich einem neuen Partner nähern, sondern man muss die Form der Ehe erstmal wieder auflösen. Natürlich auch formell. Weil, warum muss man das machen? Weil es eben so geschrieben steht in den Gesetzen, in den Regularien. Das ist eine Regel ohne jegliche Bindung zur formlosen Existenz des Seins. Wer immer noch denkt, dass wir in einer formgebundenen Welt leben, da schaut sich einfach mal meine Videoreihe zur Quantenphysik an. Die gibt's hier oben in den Infokarten. Eine Entscheidung für die Ehe ist die Anerkennung der durch den Menschen geschaffenen Formen. Und während es bei einigen anderen Dingen schwer ist, das formlose Denken als eine Form der Verbundenheit zur Natur in seinen Alltag zu integrieren, so ist es bei der Entscheidung zu heiraten sehr einfach. Man lässt es einfach. Keiner ist gezwungen zu heiraten. Zumindest in unserer Gesellschaft nicht. Aber ich sehe schon wieder die feuchten, manipulierten Augen vieler Menschen. Aber es ist doch so schön. Nein, ist es nicht. Man hat euch nur eingeredet, dass es schön ist. Wahre Schönheit liegt in der Natur der Dinge. Schönheit ist vollendet und harmonisch. Eine von Menschen geschaffene Form kann diese Prädikate nie erreichen, weil es immer andere Menschen geben wird, die diese Form nicht richtig finden und darüber streiten wollen. Aber streitet mal darüber, ob die Eiche nicht lieber etwas buschiger sein sollte oder der Orangenbaum nicht auch auf dem Nordpol wachsen sollte. Natur ist über jede formelle Diskussion erhaben und daher das Ideal einer jeden Entwicklung. Manch einer heiratet auch wegen dem Geld. Für das Geld gilt dasselbe wie für die Heirat. Es ist eine Form. Der Drang nach Geld ist der Drang nach Formen. Ist der Weg hin zu einer unnatürlichen, mit Angst und Leid gepflasterten Zukunft. Geld ist in unserer Gesellschaft notwendig. Aber es ist nicht notwendig, das Geld zu maximieren, sondern es ist ausreichend, es als Tauschmittel für Essen und für die Unterkunft zu erwirtschaften. Sich von der Natur zu entfremden, indem man sich in durch das Denken inszenierte Form hineinpressen lässt, ist ein sicherer Weg, unglücklich zu werden. Heirat ist aus welchem Grunde auch immer entsprechend überhaupt keine Möglichkeit, die Liebe irgendwie auf ein höheres Level zu heben. Das ist eine Illusion, die uns beigebracht wurde und sie verstärkt, wenn wir uns derartigen Instrumentarien hingeben, die Entartung unserer eigenen natürlichen Natur, also unserer Natur, scheiß Wortwiederholung. Wir haben mittlerweile so einen Katalog an künstlich durch den Menschen generierten Regeln, gesellschaftlich wie auch institutionell, wie wir zu leben haben und was wir zu beachten haben, dass die Menschen schon gar nicht mehr diese grundsätzlichen Dinge, die uns betreffen, in Frage stellen. Und ja, nach diesen Regeln leben, diese als normal ansehen, wie die Heirat. Aber ich rufe euch dazu auf, diese Dinge in Frage zu stellen. Denkt ihr allen Ernstes, dass eine Unterschrift auf einem Stück Papier und ein Rattenschwanz an formell gesellschaftlichen Regelungen
eurer Liebe in irgendeiner Weise dient? Ich wiederhole mich gerne, ihr torpediert eure Liebe durch einen derartig formellen Akt. Wahre Liebe ist formlos und dynamisch, also kann der Versuch sie in einer Form irgendwie zu erfassen auch nur darin enden, dass man dieser Liebe eben nicht gerecht wird. Und oft ist es auch so, dass sogar Menschen heiraten, die sich gar nicht lieben, weil sie gar nicht wissen, was Liebe überhaupt ist und was dann erst abgeht. Das ist emotional absolut vergleichbar mit einem, ja, einem Aufenthalt in einem Gefängnis. Ja, den Regularien der Gesellschaft sei Dank. Man lässt sich quasi ja freiwillig in eine Form pressen, die man ja wirklich im Endeffekt gar nicht überschauen kann. Viele Menschen haben ja noch nicht einmal hinterfragt, ob eine Monogamie für sie überhaupt der Weg ist, den sie beschreiben wollen. Wir sind seit unserer Geburt in Kästen gepresst worden. Wir wurden dank der Schulpflicht gezwungen, zur Schule zu gehen. Und dort hat man uns dann jahrelang die Dinge eingetrichtert, die man ja in einer Gesellschaft als normal annimmt. Dort hat man dann die Basis gelegt, dass wir viele Dinge gar nicht erst in Frage stellen. Die Gleichschaltung der Medien, den Begriff nutze ich in dem Sinne, dass die Medien den größten Teil der Gesellschaft erreichen wollen, um entsprechend maximal Geld zu verdienen und entsprechend einfach nur das wiedergeben, was die konditionierten Menschen hören wollen. Das ist also ein Kreislauf. Also diese Medien, die tut dann im Endeffekt ja das Übrige, um den Status des in Form denkenden Menschen auch zu manifestieren und zu erhalten, dass dieser quasi ja diesen Kreislauf am Leben hält. Die Medien versuchen nicht, den Menschen in irgendeiner Weise zu einem selbstständigen Individuum zu kreieren, der dann seine eigenen Gedanken macht und gar nicht mehr die Sendungen anschaut oder die Berichte liest, die die Masse lesen soll. Und mit dieser Dynamik kann sich quasi jeder definieren, er kann Regeln befolgen, seinen abgeschlossenen Platz suchen und ja, lebt mit dieser irrsinnigen Idee, dass er ein Leben besitzt, anstatt Teil des Lebens zu sein. Die Idee der Ehe lässt sich wunderbar in den Medien nutzen, um Gefühle in Filmen oder in Skandalen zu erzeugen und damit Geld zu verdienen. Und die Kirche kann damit ihre wahnwitzigen Überzeugungen einer formulierbaren Realität des Seins an den Mann bringen. Daher wird dieses Bild der Ehe als höchste Form der Liebe auch weiter durchs Dorf getrieben, damit keiner das vergisst und die beiden großen Interessensgruppen, die am meisten davon profitieren, weiter mit dem Wunsch der Menschen nach Einfachheit und Schwarz-Weiß-Denken ihr Geld verdienen können. Ich kann euch nur dazu animieren, eure Liebe unabhängig von irgendwelchen Regeln zu leben. Alles, was die Dynamik der Liebe in irgendeiner Weise greifen will, nicht ernst zu nehmen. Nutzt eure Zeit zu leben und zu lieben. Das ist meine Message des heutigen Tages. Sagt mir, was ihr davon haltet, inwieweit ihr euch der starken Konditionierung nach einer tollen Hochzeit und der wahrgenommenen Sicherheit einer ehrlichen Gemeinschaft erlegen fühlt. Das ist nichts Schlimmes. Dazu darf man auch ruhig stehen. Ich fühle mich zum Beispiel auch erlegen, 90 Minuten meine Aufmerksamkeit auf einen Ball zu richten, der von 22 Leuten gejagt wird, um diesen in ein Netz zu schießen. Es ist nicht schlimm anzuerkennen, dass wir uns aufgrund der geistigen Evolutionsstufe, in der wir uns befinden, mit allerhand Schwachsinn vollmüllen lassen und entsprechend konditioniert sind. Aber es ist schlimm, dieses nicht anzuerkennen und Formen eine wirkliche Bedeutung beizumessen. Ich bin gespannt auf eure Meinung zum Thema eher als künstliche Form einer an Formen gebundenen Gesellschaft. Macht's gut, euer Christian. Ciao.